Yosemite. Über 2600 Quadratkilometer groß. Die Heimat einer der ältesten Pflanzenarten der Erde. Der Riesenmammutbäume, die in diesem Teil Kaliforniens seit über 60 Millionen Jahren wachsen. Das könnte unsere Verbindung sein und die Saurier hierher locken. Die Mammutbäume sind vertraut, Teil der genetischen Erinnerung. Dann könnte dieses Land perfekt für die Saurier sein. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Jurassic World. Und bevor da jetzt zum Quatschen anfängt, mache ich gerade mal Pause. Ja, das ist die letzte Mission in der Kampagne und dann geht's los mit dem Chaos-Modus, wo wir dann durch die Geschichte des Jurassic Parks spielen werden, von den Anfängen bis zu dem aktuellsten Teil. Und schauen wir uns doch mal die Karte hier an. Sieht ja wie immer richtig, richtig, richtig geil an. Das ist der Nationalpark hier. Ich weiß nicht, ob das authentisch ist, so von dem, wie es hier aussieht. Könnte sein, sieht schon mal echt schön aus. Und der Owen wird uns gleich zulabern. Und wenn ich mir das so ansehe, ist vermutlich das hier so unser Baugebiet. Und dann lassen wir mal den Owen quatschen, schauen, was er zu sagen hat. Okay, die Katze ist bereits aus dem Sack. Das ist übrigens eine Redewendung. Hier gibt es weder Katze noch Sack. Owen will damit sagen, dass die Dinge bereits in Bewegung sind. Wir müssen entsprechende Anlagen errichten und die Saurier fangen. Aber nicht mit Säcken. Keine Säcke. Ein Expeditionszentrum, eine paläomedizinische Anlage und eine Unterstützungsanlage. Damit haben wir eine solide Basis. Okay, wenn wir das mal machen. Ich schaue jetzt gerade mal, wo unsere Baugrenzen so sind. Ah, okay. Also hier dürfen wir auch nicht bauen. Hier haben wir so einen engeren Bereich. Dann würde ich sagen, machen wir hier die Verwaltung. Ja, so. Dann Kontrollzentrum brauchen wir natürlich. Ankunftsort, wo die ganzen Leute überhaupt ankommen. Das machen wir hier so gegenüber. Und was haben wir noch? Wissenschaftszentrum. Schadet auch nicht. Machen wir gerade mal hier unten. Personalzentrum bauen wir auch gerade mal. Stützungsanlage werden wir auch brauchen. Dich baue ich gerade mal hier hin. Und die Doktoren. Machen wir mal so. Okay, dann Strom. Soll man das gerade so in die Mitte reinklatschen? Jo. Okay. Wege. So. Gerne noch so einen halbwegs parallelen Weg. Ungefähr hier. Mit. Na komm, mach's doch mal gerade. Hier so ein Weg. Komm, lass mich da mal eine Kurve machen. Wie sieht's mit Fotografien aus? In welcher Hinsicht? Ich glaube, rechts ist meine Schokoladenseite. Owen, ich rede von den Sauriern. Wir brauchen doch Fotos von den Tieren in Yosemite. Und du irrst dich mit der Schokoladenseite. Okay, verstanden. Wir können eins der Fahrzeuge nehmen und auf Fotoexpedition gehen. Und ja, die linke Seite ist besser. Du bist noch hier? Bin dabei. Aber noch nicht ganz weg. Kapiert? Das ist ein Wortspiel. Geh. Weg, weg, bin weg. Okay, also die Wortspiele sind so meh. Also dann holen wir uns mal ein Fahrzeug.
Ich würde sagen, wir nehmen ja jedes Ranger-Fahrzeug. Und düsen wir mal los. Da links geht es ganz schön nach unten. Müssen wir aufpassen beim Bauen dann. Die Dinos, die wir suchen, sind alle da hinten. Oder da oben. Machen wir mal da hin. Erstmal schöne Mucke. Ah, das sind schon die ersten. Sehr gut. Wir haben da nicht ganz 2 Millionen. Das ist echt wenig. Ich hoffe, da kriegen wir noch mal ein bisschen was. So, machen wir ein schönes Foto hier. Moin! Und was kriegen wir? 44.000. Naja. Besser als gar nichts. Da hinten ist gerade schon der nächste, aber das sieht nur noch einen aus. Hä? Ist das so ultra klein oder was? Ist der? Es ist unbeschreiblich, diese Tiere in einem fast natürlichen Lebensraum zu sehen. Mit diesen Fotos fangen wir nicht nur die Saurier ein, der sondern ist so irgendwie klein. Auch diesen Moment. Und wenn man bedenkt, wie sie hierher kamen, ist das doppelt seltsam. Ich glaube, nie werden wir den Sauriern, so wie sie vor 65 Millionen Jahren waren, nicht kommen. Und das ist einfach atemberaubend. Boah, bei den kleinen Viechern muss man aufpassen, dass man nicht überfährt. Aber in Massen sind die Kleinen unglaublich gefährlich. Siehe, was war der doch der erste? Ja, ich glaube im ersten Teil waren die. Wurde in Massen angegriffen. Na, nicht mal. Zweiter Teil. Wo sie die Dinos, glaube ich, einfangen wollten. Was haben wir hier? Oh, eine ganze Herde. Und? 47.000. Na gut. Ja, ist schon eine coole Mechanik, dass man hier noch in der Umgebung so ein bisschen rumfahren kann. Es gibt auch einen Mod dann, dass man auch hier noch bauen kann. Stell dir mal vor, was man da für einen geilen Park bauen könnte, in der Dimension. Das werden wir vermutlich nochmal holen, dass wir noch so einen richtig fetten Park bauen. Wieder den nächsten mit der ganzen Gruppe. 4 Fotos braucht man noch. Sieht so aus, als wäre die da gerade hinter dem kleinen Waldstück. Oh, hier. Einmal Foto von hinten. Das sieht voll normal aus, was da passiert. Kriegt dafür einen Special Bonus. Ihr vielfältiges Verhalten. Ja, ich würde eher sagen, besonderes Verhalten. Oh, das ist so angehauchter Jingle von Frontier, wo sie es auch bei Planet Zoo und Planet Coaster haben. Ja, cool. Ist jetzt ja mal geil aus. Alle 40.000. Nice. Ja, ja, ich gehe ja schon. Ich will dich ja nicht stören. So, da hinten haben wir noch ein paar. Bauen wir da hin. Ins Wasser wollte ich jetzt gerade nicht. Hat der eigentlich einen Schnorchel? Ja, der hat einen Schnorchel. Okay. Da ist einer. Das sieht nach was Größerem aus. Ich glaube, da bleibe ich mal ein bisschen auf Abstand. Sieht gefährlich aus. Okay, 32.000. Wir brauchen noch eins. Dann gehen wir gerade mal nach da unten. Ah, da sehe ich schon unsere Anlage wieder.
ihr seid sehr viele. Und wie viel? 67.000. Okay. Unsere Fernfangteams müssen die gefährlichsten Saurier zurückbringen. Ja, da hinten ist gerade einer. Der Gäste und der Saurier steht auf dem Spiel. Ich bin dein Mann. Und dein Mann. Ich weiß. Sobald wir sie haben, sichern wir sie in unserer neuen Einrichtung. Ich weiß das. Also sei vorsichtig. Mach mal. Ich muss mal ganz kurz was machen. Sekunde. So. Wieder da. Höhe die Aktivposten, indem du so eine gefährliche Fleischwäsche fängst. Ja, wenn es denn sein muss. Wir brauchen jetzt ein paar Wissenschaftler. Neu hinzufügen. Ich nehme mal dich. Du hast ganz gute Werte. Ich nehme auch dich. Ich glaube, das reicht auch erstmal. Zwei Kryo. Ja. Oh, ihr seid größere Kandidaten. Und du hast irgendwas Schräges im Kopf. Na, dich holen wir mal. Und dann werden wir auch schon mal das Gehege für dich bauen. Aufgabe starten. Wie lange seid ihr jetzt hier unterwegs? Knapp 2,5 Minuten. Gehege. Von wo? Also okay, das ist relativ eng. Ja, bauen wir es trotzdem mal hier. Ja, doch. Wie weit geht's? Ne, ich hab noch ein bisschen. Dann machen wir da oben die Straße so entlang. Und da wieder rein. Ich denke, es ist okay für den Anfang. Aussichtsplattform machen wir hier. Und jetzt schauen, dass wir damit den Weg irgendwie schlau da hinkommen. Stromgenerator, den können wir gerade mal strategisch hier platzieren. Schon fürs nächste. Und wir brauchen noch ein Tor. Das bauen wir da hinten rein. Wie sieht denn das aus jetzt vom Gelände? Ah, das können wir hier noch mal ein bisschen begradigen. Soweit er mich das halt machen lässt. Kein sehr großes Gehege. Okay, wir brauchen noch Wasser hier drin. Und ich gehe mal davon aus, Lebendfutter. Und die Rangerstation, die werden wir mal hier so platzieren. Und wenn wir dann das Gehege hier bauen, dann machen wir hier noch ein Tor, dann können die gerade durchfahren. Wir könnten das zweite Gehege gerade schon bauen. Dann hätten wir das eigentlich auch schon mal erledigt. Wer da größere ist hier. Okay, und dann, wie angekündigt, machen wir hier das Tor. Und. Ah, das ist sie ja schon. Das ging schnell. Ah, nur ein von zwei. Naja. Transportieren. Bitte hier rein. Und dann könnt's. Nein, das wollte ich gar nicht. Könnt's ihr schon mal kommen? So, und wie wir es gewohnt sind, gehen auch wie immer hier wieder rein. Auch wenn es Nacht ist. Wo ist er denn? Da. Und gucken uns mal den Kollegen an hier. Der weckt gar nicht so groß. Dann passt es vielleicht doch mit dem Gehege. Da ist schon die Ziege. Gut, ich nehme es zurück. Unglaublich klein ist er auch nicht. Schaut, dass dunkel ist.
Aber das Teil auf dem Kopf sieht mal schräg aus. Moin! Na du, alles klar? Okay, müssen wir uns am Tag nochmal angucken. Wie schaut's aus? Wasser, Beute, Freiraum ist okay, Wald hättest du gern. Kannst du haben, mein Freund. So. Okay, so für dich. Scheint so. Okay. Gibt schon mal Punkte für das. Gehen wir gerade schon zur nächsten Expedition. Seid ihr für welche? 8 Stück. Können wir gerade mal ins Große reinmachen. Hoffentlich ist es groß genug. Wir könnten da eigentlich mit dem Wasser gerade weiterfahren. Hier so. Und dann brauchen wir hier noch den Ranger posten. Okay, von der Galerie her. Schauen wir mal. Ungefähr die Hälfte. Ja, wird schon passen. Okay. Weg hier raus wieder. Und hier ganz straight. Und dann bauen wir auch schon das nächste Gehege. Grenze entlang. Hier 2 größere. Also. Ranger posten. Machen wir auch mal hier so. So, und von den Toren machen wir hier die Connection und dann kann er auch. Ich würde sagen. Hier wieder rausfahren oder reinfahren. Damit bin ich erstmal glücklich. Generator. Werden wir mal. Hier hinbauen. Mit dem Weg raus. Okay, dann haben wir hier schon mal eine gute Anlage. Zuweisen. Werden wir gerade, wenn die Dinos da sind. Wobei, wie lange brauchen die noch? Nein, wir warten noch mal kurz einen Moment, damit die gerade überprüft werden. Ah, das ist ein Hubschrauber. Muss mal schauen, ob man den Ton von den Hubschraubern irgendwie separat leiser machen kann. Gerade schon mal zuweisen. Jetzt. Und da sind sie auch schon. 8 von 8. Nice. Sorry, Transport. Transportiere Produkt. Beginne Produkttransport. Hoffe, wir kriegen zumindest eingescannt. Okay, er macht erstmal das Gehege, das ist sehr gut. Dann geht er dann hier rein. Und wir starten gerade schon die nächste Expedition. 3, 3, 6. Die Lophosaurus. Was hat hier welche? Oh, ihr Ärsche. Warum ich das jetzt sage? Wie gesagt, ich habe die Kampagne schon mal gespielt. Wenn wir uns die holen, dann sind die krank und werden erstmal ausbrechen und machen Stress. Und die werden noch ein paar Mal ausbrechen. Wenn es das gleiche wie beim ersten Mal ist. Euch hole ich mal nicht. Wir nehmen aber dich, denn du schaust aus wie ein T-Rex. Wobei, das ist nur. Das sind nur 2, ne? 3 von denen.
Warte mal, die da. Okay. Wie schaut's aus mit unseren Dinos? Wasser haben wir jetzt reinzogen, oder? Schon, ne? Ja. Ah, da muss ich noch den Wald entfernen. Das sieht sonst hier noch scheiße aus. Zustellung abgeschlossen. Zustellung wurde abgeschlossen. Wie schauen die aus? Produkt transportiert. Oh, das ist jetzt ein bisschen so brusthoch, wenn ich das so richtig sehe. Oh. Geile Fellfarbe. Wollt ihr Lebendfutter oder fertiges Fleisch? Greift mir jetzt bitte nicht den Ranger an. Produkt wurde transportiert. Ist im Verhältnis. Ich glaube, der macht dann schon fertig, wenn er dich so in der Wildnis trifft. Fehlt die Beute, ja, das sieht nach lebend aus. Machen wir das mal. Beute. Nachdem das aber 18... 8 oder 6, was wir gar nicht mitzählen. Machen wir hier mal 2. Freiraum ist super. Wald ist eigentlich auch okay. Wasser, glaube ich, habe ich es einfach noch nicht entdeckt. Okay. Was hat sie da? Eine Minute. Kommt die Sonne. Schön. Wasser. Soll man das vielleicht so punktförmig machen? Habt's Wasser? Sonst machen wir nochmal so einen Wassertümpel hier rein. Wir machen hier auch den Wald weg. Ist einer von denen? Hallo. Setzen hier. Setz hier. Ach, da ist einer. Okay, jetzt sind sie happy. Ja, die müssen ein bisschen rumlaufen. Wie groß ihr seid. 3 Stück Saurier transportieren. Ihr kommt da rein. 1, 2, 3. Produkt wird transportiert. Hier gerade auch wieder zuweisen. Und hier haben wir noch kein Wasser. Ich glaube, das machen wir hier hinten rein. Also ein kleinerer Radius. Was wir jetzt geben. Rein. Ah, wir könnten da eigentlich mal mit den Kleinpflanzen hier arbeiten. Bestätige Produktzustellung. Dann sieht das hier nicht so doof aus. Das gefällt mir. Und du? Schau mal dich mal an. Oh, du bist ein großer, relativ großer. Oh, aber schaut euch mal dem. Du bist verletzt. Ah, bei dir muss der Arzt kommen. Und zwar ganz dringend. Okay, Ranger Team ist schon unterwegs. 929. Schauen wir, was ihr sonst so braucht. Sind alle verletzt? Machen wir kurz hier rein. Komm, lass mich da rein. Wo bist du? Du bist auch verletzt. Was habt ihr gemacht? Komm, bleib mal stehen. Ich brauche noch ein Thumbnail. wobei, ist jetzt nicht so super ideal. Ranger, kommst du? Kommst du in die Lichtung? Hätte ich mal ein bisschen Licht von dir. Ja. Mit doch ein Baum laufen, sieht doof aus. So vielleicht? Ja. Tut mir leid für die Wunden.
Wo ist der Ranger? Wow, wow. Was war das jetzt? Okay, so bin ich gerade ein bisschen erschreckt. Ranger, wo bist du? Immer noch da hinten. Komm, du machst jetzt mal was anderes. Du gehst jetzt mal hier hin. Hä? Unterstützungsanlage außer Betrieb? Ach so, weil hier... okay. Kein Saft mehr. Okay, Ranger. Aufgabe hinzufügen. Mach die mal bitte prioritär. Und den anderen bitte auch noch. Wissen du, da bist du. Aufgabenplätze voll. Ah, nervig. Komm, diesmal. Kommst du da durch oder wie machst du das jetzt? Das ist blöd mit dem Wald, ne? Ja gut, er glitscht einfach durch. So geht's natürlich auch. Ja, hab's mir schon gedacht. Fehlende Beute, nicht diagnostiziertes Leiden, Komfort. Okay, jetzt machen wir ganz kurz Pause. Beute macht Sinn. Oh, ansonsten der Rest ist fast ideal. Gut, dann kriegst du einmal Beute. Kriegst es von mir sogar zweimal. Einmal da hinten und einmal da. Boah, 100.000 kostet es. Ich hab da nie wirklich drauf geachtet. Und wir machen hier so eine Sichtschneise noch. Richtung Wasser. Ich hoffe, das ist für dich noch okay. Ja, das ist noch okay. Alles klar. Mal wieder auf Play. Das heißt, die Doktoren sind auf dem Weg. Doktor, da ist der Doktor. Ich werde jetzt zweimal durch. Das ist jetzt noch nicht ein bisschen semi-geil. Hätte auch da draußen reinfahren können. 693 haben wir da jetzt zum Sichtfeld her. 594, 632. Okay. Ja, für 3300 braucht man noch mal ein bisschen was. Kann ich schon mal das Gehege erweitern. Ja, doch, ich glaube, so machen wir das. Hier ein Tor und hier ein Tor. Und dann hätte ich gerne noch mal eine Unterstützungseinheit hier unten. Generator machen wir gerade daneben. Und dann brauchen wir noch einen Ausguck. Mit großem Bruch. Zweimal. Oh shit. Helikopter. Aufgabe hinzufügen. Die müssen wir bitte einmal betäuben. Einmal. Zweimal. Rosi. Ja, schön als Preisgebiet das Ganze nicht. Ist ja nur für die Kampagne jetzt erstmal. Müssen nur funktionell sein. Cool. Die sind betäubt. Transport. Einmal zum Doktor bitte. Bestätige Anfrage zur Produktabholung.
können da eigentlich zwei rein. Ich werde mal testen. Ne, ist besetzt. Da müssen wir warten, bis der fertig ist. Gut, gut, gut. Expeditionen. Was haben wir denn da noch? Sechs. Da sind eh noch die hier. Wir brauchen da vier. So, ja, mal Wissenschaftler einstellen. Warum eigentlich nicht? Oh. Kostet aber 440.000 zum Einstellen. Zwei Allosaurus. Big Rock. Nee. Ein Albertosaurus, nur einer. Bringt ja mehr. Ich gehe mit zwei. Du allein machst es mal. Kriegst du schon hin. Südele. Dann? Wasser hier. Ah, sag's doch nicht immer Produkt. Das klingt so abwertend. Ja, was mache ich denn? Und auch hier so eine Sichtschneise gerne. Und dann so kleineres Gebüschgedöns hier so rum. Ja. Okay. Oh, und schöne Aussicht hat der da. Oh, ich glaube, da gibt es schlechtere Gehege als wie das. Wie geht's eigentlich unseren Kollegen da hinten? Ach, da ist immer noch ein bisschen im Transport. Tatsache. Der hat's doch nicht mal dahin geschafft. Oh je. Wir sind ja noch schlafen. 8 Minuten. Na ja, gut, sollte sich ausgehen. Und er ist Minute 45 wieder da. Ich würde sagen, wenn es nicht ausreicht, wenn wir dann hier noch was hinbauen und dann hier noch was kleineres und gehen dann hier so den Berg rauf. Oh, was ist da hinten? Oh, ihr seid da. Hallo. Kann ich damit? Ah, oh, außerhalb des Button. Ist jetzt doch doof. Es muss so faszinierend sein, die in echt zu sehen. Würde es mich interessieren, was die so an Pflanzen wegfressen pro Tag. Aber sicher einiges bei der Körpermasse. Okay, ihr seid in Behandlung. Sehr gut. Ganz kurz niesen. Sekunde. Bin ich wieder da. Ja, mal ein bisschen vorspulen. Okay, dann haben wir die Behandlung hier erstmal fertig. Also, kommst wieder zurück. Bitte, danke. Und da kommen schon unsere neuen. Jo, bitte einmal anliefern. Ah, ich habe den Ranger-Posten vergessen. Ja, und das habe ich auch vergessen. Ranger-Posten. Hier so. Ich werde das jetzt gerade mal zuweisen.
habe ich jetzt... Ich habe das Tor jetzt nur... Ah, nein, ich habe hier noch ein Tor gemacht. Ich war schlau, ich habe mitgedacht. Nice. Die Ego-Perspektive. Schaut so aus, als hättest du keine Verletzung. Das ist schon mal sehr... Oh, wow. Du bist nicht klein. Moin. Gerade im richtigen Moment. Screenshotten. Ah, kann ich dich nicht screenshotten? So? Ich weiß, das ist ein bisschen nervig, wenn man ein bisschen screenshotten will. Aber nice. Vor allem, dass man mit Leertaste einfach so schnell mal kurz anhalten kann. Okay. Gut. Wie geht's euch? Ach was. Maximal zufrieden. Bald könnte ein bisschen mehr sein. Ah, wird langsam mehr. Cool. Ich kann nichts machen. 1278 als Wertung. Alla Scholli. Oh, und da ist er schon wieder sauer. Dem müssen wir noch helfen. Einmal so, einmal so. Produkt muss eingesammelt werden. Braucht es noch ein bisschen Sprit? Können sie haben. Noch das auffüllen. Hey. Denn. Nächste Gehege. Dann mit der Galerie, da könnten wir eigentlich gerade zwei... Nein, das wollte ich jetzt gar nicht. Könnten wir eigentlich zwei machen. Eine hier. Da gibt es dann noch mehr Punkte. Ja, da passt es mit dem Weg natürlich nicht hier. Muss man den nochmal neu machen. Das ist aber schnell gemacht. Zuschauergalerie. Machen wir mal so. Der Weg kommt hier auch nochmal weg. So, so. So eine Kurve darüber und da rein und einmal hier und dann brauchen wir schon wieder Treibstoff. Oh, ich bin dann so froh, wenn wir dann mal das Kraftwerk erforscht haben und wir dann das mit den Generatoren nicht mehr machen müssen. Also ja, müssen wir schon machen als Notfall, wenn der Strom mal ausfällt, aber das Nachfüllen können wir uns dann sparen. Vom Wasser her, nachdem wir da schon einen See haben, fahren wir doch gerade mit dem hier weiter. So, jetzt gerade die Arschviecher holen. Na, machen wir es mal. Dann haben wir hier mal ein bisschen Action. Wenn ich mich richtig entsinne, dann hätten es die gerne ein bisschen waldig. Das machen wir hier so ein bisschen. Dann einmal Futter. Dann machen wir vielleicht gerade zweimal, nachdem es einige sind. Und Ranger posten. Werden wir auch gerade schon mal zuweisen. Einmal. Dann für MVU haben wir jetzt keinen Platz mehr. Müssen wir noch eine zweite Anlage bauen. Wenn wir noch ein Gehege bauen. Mal schauen, ob wir genügend Punkte kriegen, dass wir da auf 3-3 kommen. Aber ich wette, wir brauchen noch ein Gehege.
Okay, wie schaut's bei dir aus mit der Behandlung? Also kommt noch. Fertig? Ja, nice. Kannst du jetzt wieder hier rein? Zur Abholung des Produkts unterwegs. Oh, bitte sagt sich immer Produkt. Jetzt reizen, um da aber dann stärkeren Zaun zu erforschen. Ja, aber die Dinos kommen davor, wird nicht sehr viel bringen. Ach so, da haben wir das Tor vergessen. Wir machen hier mal ein Tor. Und hier ein Tor. Müssen wir ganz kurz was nachgucken. Müssen wir ganz kurz eine Pause machen. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich auch wieder. Tut mir leid. War gerade ein wichtiger Anruf. Oh, perfekt. So, und jetzt wird es hier gleich stressig werden. 5 von 6. Naja. Transportieren. Hier rein, bitte. Und in weiser Voraussicht werde ich mir hier das Medizinteam schon mal gleich losschicken. Wenn der erste hier landet. Ich hoffe, ich kann das einfach so machen. Naja, Aufgabenplätze sind voll. War ja klar. Gut, dann Aufgabe hinzufügen. Bitte angucken. Ist der Rest? Ja. Jetzt kommt das mit dem. Transportiere Produkt. Oh, das ist Leiden, war das? Ne, schon hier, ne? Produkt zugestellt. Okay, dann Veterinäreinheit kommt jetzt schon, das ist sehr gut. Weil, der wird jetzt ausbrechen, oder? Wirst du? Bitte mach's nicht, bitte mach's nicht. Bitte, 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 bitte sei lieb. Ja, fuck. Ich muss jetzt ein Foto machen, oder was? Okay, machen wir das mal ganz schnell. Okay, weg damit. Kannst du die jetzt bitte behandeln? Danke. Medizin. Okay, die werden jetzt behandelt. Oh, Gott sei Dank. Tollwut, Tollwut, Tollwut. Was mit dem Zaun da? Der ist jetzt im Arsch. Den müssen wir nochmal reparieren. Und du, Ranger-Einheit, Aufgabe hinzufügen. Den mal bitte. Und dann reparieren. Reparieren. Komm, reparier. Komm jetzt. Hol jetzt. Mann. Da, reparieren. Reparieren. Oh fuck, wir haben ein offenes Tor. Wo hier? Repariert es! Reparieren! Oh, bitte geht's nicht nach draußen. Leise jetzt da schon am Einschläfern, am Betäuben.
Ah, komm, Fahrzeug, mach schneller. Bitte, danke. Aber jetzt geschafft, mal reinzufahren. Ich hab's gewusst, dass das passiert. Also, wenn ihr euch die auch holt, dann seid vorbereitet. Aber das heißt auch, dass die Kampagne statisch ist, von dem, was passiert. Ist nicht dynamisch, dass irgendwas anderes hier mal krank wird. So, und jetzt bitte betäuben. Alle betäuben. Zumachen hier. Komm, 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 komm. Hier hinfahren, hier hinfahren. Ja, genau. Dankeschön. Okay, dann werden wir jetzt hier schon mal den Zaun upgraden. Jetzt eine Sicherheitsbewertung von 5. Bringt mir aber der Zaun mit Level 3 nicht sehr viel. Können wir nochmal upgraden hier? Ja, das können wir. Oh, wir müssen die erstmal in Urlaub schicken. Ausruhen, ausruhen. Können wir mit dir noch eine Expedition machen? 3 von denen. Gut, und dann sollte die Aufgabe eigentlich geschafft sein. Bauen wir denn das hin? Was sagt denn... Ja, gerade schon mit 3 Baubereich. Ja, ist ein bisschen klein da unten, ne? Knüpfen wir gerade mal da oben an. Okay, interessantes Gehege von der Form her. Vom Ausgucksbereich. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Platzt man nicht mehr hier hin, dann braucht man da wieder Stroh. Ich glaube. Hier so. Eine Strohsi. Später, wir werden es dann in der Chaos-Theorie sehen. Müsst ihr schauen, dass ihr immer ein bisschen Abstand zum Zaun habt, damit ihr da noch Sachen hinbauen könnt. Oder zum Beispiel eine Fahrzeugtour vorbeifahren lassen könnt. Ihr könnt die Fahrzeugtür natürlich auch zu den Fleischfressern reinmachen. Es ist halt nur bedingt intelligent, das zu tun. Ja. Wir brauchen da noch eine Fütte. Und Venture posten. Und ein Tor. Das habe ich auch noch vergessen. So, zuweisen wir mal, wenn die dann gerade ankommen. Muss jetzt der Fall sein. Und 3. Nice. Keiner entkommen. Transportieren. Einmal, zweimal, dreimal. Was wir jetzt schon mal machen, ist hier den Wald entfernen. Also bis es hier vor dem Ausguck. Und einmal zuweisen. Damit die gerade losdüsen. Da kann man nicht mehr, der ist voll. Auffüllen. Treibstoff. Und Futter. Guck mal. Passieren. Das sieht ja cool aus da mit dem Grün. Nice. Die Muster lassen sich später auch noch ändern, beziehungsweise man kann es einstellen, dass es per Zufall dann ist. Das sieht ja cool aus. Schaut hier alle gleich aus. Ja, sieht so aus. Vorfahr vom Tiger. Und du? Wie ist bei dir?
Es sieht ja mega sexy aus. Mal so. Nice. Oh ja, bitte gerade mal so. Nice, das Foto geht auch noch. Cool, cool. Also, es steht Ranger. Diesmal viel auf dem Spiel, wenn ich mich nicht täusche. Und ich täusche mich nicht. Wir sind dabei, eine neue Beziehung zu den Sauriern aufzubauen. Revolutionäre Ideen, weil wir so die Vergangenheit besser verstehen können. Und wie wir das tun? Wir versuchen, diese Unfälle hinter uns zu lassen. Nun, aha, wenn ich dürfte. Es gibt keine Unfälle, nur unentdeckte Ursachen. Unser Fehler, der Fehler der Menschheit, ist zu glauben, dass wir die Wahrheit wissen wollen, obwohl uns die Lüge ausreicht. Diese genetisch erzeugten Saurier, sie sind so real, wie wir sie machen. Wir haben seit Ewigkeiten Hunde und Katzen und Nutztiere gezüchtet und manipuliert. Warum? Nicht für die Tiere, sondern zu unserem Nutzen. Und Sie denken, das tun wir auch jetzt? Sagen Sie es mir. Jeder Kontakt, egal wie winzig und begründet, führt zu Veränderungen. Ist es nicht so, Dr. Dua? Für den Moment müssen wir das akzeptieren. Unser Job, mein Job, ist es, dafür zu sorgen, dass diese Tiere die beste Pflege erhalten. Dann sehen wir weiter. Ja, ja. Wie wunderbar chaotisch von Ihnen. Komisches Statement jetzt zum Schluss, aber ich glaube, die kommen auch ganz gut von allein zurecht. Ich meine, das haben wir uns selber einbrockt. Also wie ich das jetzt sehe, haben die nicht wirklich draus gelernt. Klar, man sollte vielleicht ein ganzes Schutzgebiet dafür deklarieren, jedes Ganze, wo die für sich leben. Aber so Anlagen wie die hier halte ich für sinnlos. Naja, haben sie sich alle selber zuzuschreiben. Nicht oh, die Claire. Auf den Inseln haben wir etwas geschaffen, das so... so... perfekt ist. Nun, da wir sie nicht frei herumlaufen lassen können und die Saurier nie das Leben kennenlernen werden, das sie leben sollten, zumindest so perfekt wie möglich. Wir sollten wohl glücklich sein. Aber sind wir das? Vielleicht. Okay, etwas stört dich und ich bin es nicht. Nein. Also, was dann? Dieser Park. Das ist nicht das Ende für die Saurier. Oder? Nein, natürlich nicht. Wie könnte es? Es ist zu gefährlich, diese Tiere derart nah an der Zivilisation zu haben. Wir werden ihnen folgen. Meinst du das ernst, Owen? Ist dir klar, was du da sagst? Wir sind ein Team. Ich kenne dich, Claire. Du wirst ihnen nicht den Rücken kehren, was auch eine schlechte Idee wäre. Mach das nie. Niemals. Und ich kann es auch nicht. Diese Tiere sind ein Schicksal, dem wir nicht entkommen können. Und nicht nur wir beide. Alle. Damit muss die Erde nun klarkommen. Ja, entweder behandeln wir den Planeten richtig, oder die Saurier machen ihn zu ihrem. Ja, und das war der Abschluss der Kampagne. Die Dialoge sind so mehr, die Handlung ebenfalls. Also, es war halt mehr so eine Einführung, wie es halt funktioniert. Wobei sie ja nicht alles gezeigt haben, was in dem Spiel noch so alles möglich ist. Das kommt dann noch. Spätestens bei der Chaos City haben wir das dann mit den Tours. Und da freue ich mich schon drauf. Aber die, wie gesagt, die Kampagne, die von 5 Sternen kriegt ihr von mir 2. Maximal. Also da hätte man noch ein bisschen mehr draus machen können. Ist eigentlich schade, dass das, ja, in Anführungszeichen billig geworden ist. Naja, wenn jetzt noch ein Abspann kommt, dann schauen wir uns den noch an. Ansonsten, ich wünsche euch was, hoffe, euch gefallen und schaut auf unseren Discord-Server vorbei. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Bis denn dann. Tschüss. Yosemite. In der Sprache des Miwok-Stammes bedeutet das Tal derer, die töten. Passend, nicht wahr? Die Starken jagen die Schwachen.
Der Jäger und der Gejagte optimieren permanent ihre Größe, ihr Aussehen, ihre Stärke, ihre Sicht und Geschwindigkeit. Der Verstand wird immer besser in der einen Aufgabe, die zum Überleben notwendig ist. Die Evolution ist ein nie endendes Wettrüsten, das bis heute andauert. So ist das Leben. Es begrüßt Veränderung. Und nun sind die Saurier in das Tal derer, die töten, zurückgekehrt. Die Frage ist nicht, gehören sie in den Yosemite Park? Das tun sie ganz sicher. Nein, nein. Die Frage ist, werden sie bleiben?